Mahlzeit, herzlich willkommen beim Rideview Video Magazin und einem neuen News Video meinerseits. Und ich bin unfassbar froh, dass wir euch das heute endlich erzählen können. Und ihr habt dafür schon so einen kleinen Teaser gehabt mal. Letztes Jahr im Sommer haben wir euch schon gesagt, haltet die Augen offen, im Phantasiana Erlebnispark Straßwaldchen in Österreich kommt 2021 was richtig, richtig, richtig Geiles. Und nun ist es soweit. Heute Nacht ging eine Airtimers Podcast Special Folge online und in diesem Podcast erfahrt ihr exklusiv zum ersten Mal alles zur neuen Achterbahn im Phantasiana. Da erfahrt ihr auch noch mehr als das, was ihr jetzt hier in diesem Video erfahrt. Zum Beispiel erfahrt ihr dort auch die Story hinter dem Ride, wie die ganze Story genau ist. Und die Verantwortlichen vom Phantasiana sind selber dort auch im Gespräch, im Interview. Also klickt euch da auf jeden Fall rein. Airtimers Podcast Trio Infernale, das findet ihr, wenn ihr es nicht schon eh kennt und abonniert habt und den ganzen folgt. Und jetzt so, ja gut, Phantasiana war ich noch nicht, deswegen weiß ich gar nicht, wie gut dieser Park ist und ich bewerte das jetzt einfach so, ja, die kriegen eine kleine neue Achterbahn. Nein, das wird ziemlich krass. Es wird nämlich ein Multi-Launch-Family-Coaster mit insgesamt 5 Launch-Abschnitten. Und es ist jetzt nicht so, dass es die erste und einzige Launch-Achterbahn in Österreich ist. Es ist dann auch der erste Multi-Launch-Coaster und dann direkt mit 5 Launch-Abschnitten. Und es wird voraussichtlich, wenn das durch den TÜV so durchgeht und funktioniert, der erste Multi-Launch-Coaster für eine Körpergröße von schon bereits ab 90 cm. Und damit läuft auch die Achterbahn unter dem Motto My First Roller Coaster, um im Park halt auch kleineren und jüngeren das Fahren von Achterbahnen zu ermöglichen und da auch den Einstieg zu finden. Denn die andere Achterbahn, die im Park steht, ist Wildcat und das ist eine Pax-Anlage. Sehr geil für Achterbahnfans, aber auch sehr rough. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, gibt es da auch eine kleine Backstage-Reportage zu auf dem Kanal, sowie zu Mami Vata, eine wahnsinnige Wasserbahn im Park, den Night Ride Tower, der unfassbar cool ist, oder auch Flyrosaurus, die neueste Neuheit und ganz, ganz viele andere Sachen. Guckt euch die Playlist zum Phantasiana-Erlebnispark Straßwaldchen gerne mal an hier auf dem Kanal. Es ist ein Park, den muss man als Freizeitpark-Fan mal gesehen und besucht haben. Es ist einfach unfassbar cool und so schön und alles hat irgendwelche Hintergrundstories und aufwendige Thematisierung und so weiter und so fort. Und so ein kleiner Park baut so eine große, so eine coole Achterbahn jetzt einfach und da fallen Sachen von der Decke. Ich bin fasziniert. Heieiei. So ein Park muss einfach mal unterstützt werden und ihr müsst da einfach hinfahren, sobald das Ganze natürlich wieder möglich ist. Ich sage das wirklich aus vollster Überzeugung. Es ist so ein unfassbar schöner, cooler und faszinierender Freizeitpark. Ihr müsst dahin fahren und ihr müsst sowas unterstützen. Vor allem, wenn so ein kleiner Park so eine Anlage baut, dann ist es unfassbar wichtig, meiner Meinung nach, dass man auch, wenn so ein kleiner Park mal so ein Zeichen setzt, dass man als Freizeitpark-Fan auch mal ein Zeichen setzt und seinen Hintern dahin bewegt, meiner Meinung nach. Jetzt fragt ihr euch natürlich auch direkt, wer baut denn diese Achterbahn? Die Achterbahn kommt von Art Engineering und diese Firma kennt ihr wahrscheinlich vom BAAA Express im Europapark, aber Art Engineering ist jetzt nicht alleine daran beteiligt. Die Schienenfertigung übernimmt die Firma Mack Rides und der Zug kommt von der Firma Kaltenbach, kenne ich persönlich auch noch nicht, aber alleine Mack Rides sollte dem einen oder anderen doch hier schon mal ein Begriff sein. Aber das Layout, wie es natürlich gehört, kommt vom Park, vom Phantasiana selbst. Die haben das Layout sich selber ausgedacht. Und diese sehr, 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 sehr familienfreundliche Achterbahn, die es natürlich auch wird, wird unterwegs auf der Strecke mehrere Special Effects haben und Besonderheiten, die noch nicht verraten werden. Aber wir hatten die Ehre, im Sommer uns ein Modell anzugucken. Denn der Park hat sich selber auch ein Modell gebaut mit 3D-Druckern und Modellbau und allem drum und dran. Und das wird super cool. Sehr, 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 sehr cool sogar. Und es ist auch einfach faszinierend oder geil und schön zu sehen, mit was für einer Freude und mit was für einem Strahlen in den Augen Leute da sitzen und ihr Modell präsentieren und erklären. Das ist übrigens nicht das Modell, was jahrelang über der Kasse mal stand, sondern es ist ein neues Modell, was super detailliert und super cool war und wirklich, da kommt richtig viel noch, was ihr dann selbst erst erleben könnt, wenn das Ganze aufhat als Gast. Das soll alles vorher nicht verraten werden, sondern das sollt ihr selbst erleben. Und für das Ganze entsteht auch ein neuer Themenbereich, ein magischer Themenbereich, der, was man schon sagen kann, so einen Dorfcharakter haben wird. Und auch, wie gesagt, die Story ist da auch ziemlich cool und wird euch im Podcast erzählt. Und so gibt es dann natürlich neben der neuen Achterbahn und sehr viel Thematisierung und Special Effects unterwegs und anderen Sachen, die im Podcast noch erzählt werden,
Auch Gastronomie, die dazukommt und auch passende Musik, die in diesem Fall von IMAscore geliefert wird. Da könnt ihr im Podcast dann auch von den Airtimers schon ein Snippet hören. Es gibt natürlich ein internes Projekt namens Projekt Berlin, aber der richtige Name vom Bereich und von Attraktionen werden noch nicht verraten. Wer es vielleicht noch wissen will, um ein bisschen die Ausmaße einschätzen zu können, es gibt bei der Achterbahn insgesamt 500 Meter Experience Track, dazu dann 12 Meter Höhe circa und 50 bis 60 km/h Spitzengeschwindigkeit, die diese Bahn erreichen wird. Und das ist, glaube ich, erstmal alles, was ihr so wissen müsst. Und ich bin einfach voll geflasht und begeistert, was da entsteht. Und das wird wirklich grandios, das wird richtig cool. Ihr habt die ganze Zeit auch noch ein paar exklusive Baustellenbilder hier gerade gesehen im Video. Und geplant ist, das Ganze im Sommer zu eröffnen. Ein genaues Datum gibt es natürlich nicht. Der Park hat eins, was er vielleicht anstrebt, aber man weiß natürlich nicht, wie das Ganze pandemiebedingt dieses Jahr überhaupt aussieht und wie man da vorankommt. Und momentan hat man auch irgendwie das schlechteste Wetter, was man sich vorstellen kann, um eine Achterbahn aufzubauen. Die Achterbahn wird übrigens vom Park selbst aufgebaut. Man holt da jetzt nicht RCS oder sowas für ins Haus, sondern baut die Achterbahn selbst auf. Und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich da sehr drauf. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wart ihr schon mal im Phantasialand und wie hat euch der Park gefallen? Und wenn ihr da noch nicht wart, warum wart ihr da noch nicht? Fahrt da hin. Und das war es jetzt von mir an dieser Stelle mit diesem Video. Ich bin raus. Ihr seid die coolsten. Euer Brofist Radio Videomagazin. Peace.